Heidi, ja Heidi, wir sind durch. Wir können. Ja, prima, alles gut. Applaus für Heidi, Spezialapplaus. So, ein bisschen gemein sein. Der Platz an dem Töpferfahrrad wird diesmal wieder verlost. Eva, hältst du mal das Mikro, bitte. Da wird verlost. Oh ja. Ihr habt schon verabredet. Die haben sich verabredet. Aber ich sehe, der Suso ist ja eh schon in Vorbereitung fürs Fahrrad. Suso, fährst du gern Fahrrad? Suso? José Maria, sorry, it's not José Maria. José Maria, you like to ride a bicycle? Yeah. Super. So I have to be in the front. I have to be in the front. Can I do that? Or myself? No, you cannot do both jobs in one. No, it's not possible. You can simply not drive and throw in one place. This is not possible. So I have to ride the bicycle and you will throw the pop behind me, okay? Also hier vorne an der Bühne geht jetzt die nächste Runde los. José Maria hat sich dazu entschlossen, auf diesem perfektionistisch ausgearbeiteten Modell aus der Lausitz den Topf zu drehen, während ich vorne den Antrieb bewerkstellige. Aha, Foto bitte. Wir brauchen Fotos an der Bühne, Marie. Wer hält das Mikro? Ich brauche ein Foto von Ihnen. Bitte mal halten. Ah, bitte. Alle beide. So, Maranko und Katrin haben sich hier irgendwas Besonderes überlegt. Nein, also wollen sie auch gemein sein, haben sie entschlossen. Hier hatten wir schon mal. Hat sich gut gemeistert an dem Fahrrad. Du hast dich für die elektrische Variante entschieden. Okay. Heute mit einem Arm. Mit einem Arm. Einarmiger Halunke. Die andere Arm ist Katrin. Also, ein Arm von Maranke, ein Arm von Katrin. Das ist so wie Synchronschwimmen beim Olympia. Wir machen Synchronrennen. Katrin, stimmt das, was Sie sagen? Suso Machon. Und die Frauen drehen tatsächlich zusammen. Die linke Hand ist Katrin, die rechte Hand ist Maranke. Und jetzt wollen sie, was wollt ihr eigentlich drehen? Den blauen Krug von Lutz Flug. Also. Das ist ja unglaublich. Also in der Lehrwerkstatt, wo ich war, hat man das bei ganz großen Stücken gemacht, dass man gemeinsam zentriert hat. Aber dann hatte man vier Arme zusammen. Hier wird jetzt mit zwei Armen gedreht, stützt von der Seite des Maranke und eine. Und der Topf läuft immer noch rund. Ich glaube, ich muss mal meinen Filmapparat bemühen, das glaubt mir sonst keiner. Das ist ultimativ das Beste, was ich hier bisher gesehen habe. Also die Frauen toppen doch wieder alles. Ich habe gedacht, diesmal ist das vielleicht nicht so. Wahnsinn. Zwei Frauen an einer Drehscheibe, zwei Hände, die den Turm bearbeiten. Das ist fast nicht zu glauben. So, und vorne, vor der Bühne, sehen wir das Lausitzer Töpferfahrrad in Bearbeitung. Vorne Suso Machon und hinten an der Drehscheibe José Maria. Und er wird, glaube ich, auch den Krug probieren, wenn ich richtig informiert bin. Also Jan, ich muss schon wieder sehen, wer ein geübter Dreher ist, der kommt genauso gut mit dem Fahrrad zurecht. Warum sollen die Leute eine elektrische Scheibe kaufen? Die brauchen nur einen zweiten. Está concentrado en la pared. Sí.
Ja, ich sehe schon, wir müssen immer mal wieder auf den Markt hier gehen und neue Geschäftslösungen entwickeln. Una mica més lluny, així és bon acabant amb la bicicleta. Ja, ihr versteht euch gut. Super. Edgar, du misch dich nicht ein. Edgar, du hast nur die Fahrraderlaubnis hier. Eine Männer. Anke hat wieder ihren tollen Overall dabei, den kennen wir schon aus früheren Märkten. Der geht besser, ne? So, danach wird der zweite Klumpen bearbeitet, höre ich hier. Wow, José Maria ist inzwischen fertig. Danke euch beiden. Perfekt, super. Edgar ist beeindruckt.